Hallo, ich bin der Sven Zinserling aus Hanau bei Frankfurt. Ja, was wollt ihr denn alles wissen? Ach, was bin ich vom Beruf? Ja, oh, ich bin Gastronom, ich bin Tauchlehrer, gelernter Gärtner. Hab 18 Jahre im Ausland gelebt, Miami, Spanien, Bali, Thailand. Bin jetzt mittlerweile seit 4 Jahren wieder in Deutschland. Stehe seitdem eigentlich ständig vor der Kamera. Ich drehe sehr viel das Hartz-IV-TV. Muss aber auch dazu sagen, mir macht das unheimlich Spaß. Ich stehe da voll drauf. Weil alles, was ich kann vor der Kamera, Mimik, Gestik, Bewegung etc., habe ich alles dadurch gelernt. So, ihr wollt es ja jetzt richtig auf Hessisch haben, weil für mich natürlich eine totale Umstellung, weil normal Hochdeutsch. Also ich versuche das jetzt aber auch mal auf Hessisch zu babbeln, weil deswegen, das wollt ihr ja haben. Ihr wollt es ja so. Gut, dann zeige ich euch mal zwei, drei Sachen aus der Wohnung, damit ihr mal seht, ich bin der Starverkäufer, ich bin der Verkäufer schlechthin. So, Kinders, als erstes zeige ich euch auf jeden Fall mein Auto. Warum mein Auto? Ganz einfach. Ich habe in Thailand einen FC Bayern München Fanclub. Über 2000 Mitglieder. Und da war sogar der Hoeneß da, der Beckenbauer war da. Die haben sogar ein Bild davon. Und wenn ihr nur, weil ich Bayern-Fan bin, mich ablehnt, Kinders, dann lernt ihr mich aber kennen. Na, nur Spaß. War jedenfalls eine geile Zeit. Hat mega viel Spaß gemacht. So, optisch kann man mich natürlich auch ein bisschen verändern. Auch kein Problem. Ich weiß eh, dass ich geil aussehe. Das ist ja nichts Neues. So. Na? Hübsches Kerlchen, ne? Ja. So, wo haben wir jetzt meinen Buddha hin? Olli. Ah, nehmen wir den hier. Da ist mein Buddha. So. Naja, ich habe natürlich auch in Thailand sehr viel mitgemacht. Tsunami und solche Geschichten. Habe alles überlebt. Und irgendwann habe ich mir gesagt, Kinders, es muss was dran sein. Ja, mittlerweile glaube ich auch an den hier. Ich denke, wir haben mir Glück gebracht, der hat mir geholfen. Ich hoffe es zumindest. Ja, ich weiß nicht, ob was dran ist oder nicht. Ich kann es euch auch nicht sagen. Aber egal, Drops gelutscht. Ja, Kinders, was ihr auf jeden Fall noch wolltet, kann ich mich erinnern, Hände. Ihr wolltet die Hände. Guck mal, ich habe schöne Finger. Car-Washed-Finger. Ich kann auch locker die Ringe unternehmen. Ist auch schön braun ohne drunter, also kein Problem, oder? Ja. Andere Seite geht natürlich auch ab, hallo? So. Auch braun ohne drunter, seht ihr? Nix wascht Finger, wie man so schön in Hesse sagt. Ja, was wollt ihr noch von mir wissen? Ach ja, ich bin, was sagt ihr immer? Extrovertiert. Ja, ich bin halt jemand, der sagt, was er denkt. Mama hat mich so erzogen, die hat mir gesagt, Bub, sag, was du denkst, auch wenn es der anderen Leuten nicht passt. So war ich aber schon immer gewesen. Kinders, das soll es gewesen sein. Ich würde mich mega freuen, von euch zu hören. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich an dem Video. Ja, und dann sage ich einfach mal Ciao. Hier war der Seven aus Hanau. Ciao.